Schwester, weißt du nicht, wie schreibt man Madame? Madame? Tam? Matam? Ja. Hör, ob's so angeht. Meine liebe Matam, wir seien Gottlob glücklich in Lille arriviert. Ist's recht so arriviert? Ja, so ist's recht. Ja. In Lille arriviert und wissen nicht, womit die Gütigkeit nur verdient haben, womit uns bei unserem Besuche in Aumontier überschüttet. Wünschte nur imstand zu sein, ist recht so? Auch so liest doch, bis der Verstand aus ist. Wünschte nur imstand zu sein, Iro und ihrem Sohn alle die Politessen und Höflichkeiten wieder zu erstatten. Weil es aber noch nicht in unseren Kräften steht, als Bitten um fernere Kontinuation, bitten wir um fernere Kontinuation. Ei, was, der Papa schreibt ja auch so in seinen Korrespondenzen. Wir bitten um fernere Kontinuation. Wir. Sie will alles fort klüger sein als der Papa. Es ist nicht höflich, wenn man immer wir schreibt und ich und so dergleichen. Sie wollte mir nur den Schluss nicht vorlesen. Gewiss hat sie da was Schönes für den Herrn Stolzius. Das geht dich nichts an. Der ganz blöd wird, wenn ihn ein Frauenzimmer nur anschaut, der arme Mensch. Hör, Leute, lass mich zufrieden mit dem Stolzius. Ich hätte ja auch schreiben können. Denkst du, ich bin jaloux darüber? An seine Mutter oder an den Stolzius. Lotte, ich klag's dem Papa. Er weiß ja doch, dass du verliebt in ihn bist. Lotte! Und dich bleibst, wenn ein anderer ihn nur mit Namen nennt. Ich klag's dem Papa. Hör, ist das Tuch ausgemessen? Der Obrist will das Tuch ausgemessen haben für die Regimenter. Er hat bereits danach geschickt. Ach, mir tut der Kopf weh. Ach, ihm steckt das verzweifelte Mädel drin, das ist's. Immer steht mir ihr holdes Bild vor Augen. Ich denke, ich muss toll werden, wenn sie mich nicht mehr mag. Nun, so will ich ihm den Kopf rasch wieder klar machen. Sie hat euch geschrieben. Ja, aber zuerst das Tuch. Lass mich den Brief lesen, Mutter. Es muss heute noch ausgemessen werden. Der Obrist hat... Der Obrist, er wird wiederkommen. Er kriegt's ja nirgendwo so wohlfeil als bei uns, der Brief. Hans Narr, er ist verliebt bis über beide Ohren. Oh, Mademoiselle Marie. Herr Baron, der Vater ist nicht da. Ich will ihn holen. Nein, er wird schon kommen. Was machen Sie denn da? Oh, nichts. Ich schreibe. Aha. Was mir gerade so in den Kopf kommt. Wie glücklich wäre ich, eine Zeile von Ihrer schönen Hand zu sehen. Och, ich schreibe gar nicht schön. Alles, was von einer solchen Hand kommt, muss schön sein. Ach, Herr Baron, ich weiß doch, dass das alles nur Komplimente seien. Marie, ich schwöre Ihnen, dass ich im Leben nichts Vollkommeneres gesehen habe als Sie. Da sehen Sie, wie falsch Sie sind. Ich falsch? Meine Mutter hat mir doch gesagt... Ist das falsch, wenn ich mich vom Regiment wegstehle, nur um das Glück, Sie zu sehen? Dass ich riskiere, in Prison geworfen zu werden, wenn man erfährt, dass ich hier in Lille bin und nicht bei meinen Eltern, wie ich vorgab? Ich dachte, Sie seien in Lille wegen der Regimenter. Um in Ihrer Nähe zu sein. Göttliche Mademoiselle, einzig deshalb. Ach, Herr Baron. Das sind schöne Worte. Marie, wenn Sie mein Herz sehen könnten. Warte, Herr Baron. Herr Gebsedin, wie kommt es denn, dass wir wieder einmal die Ehre haben? Ich bin nur auf einige Wochen hier, Verwandte besuchen. Ich war unten im Laden. Werden verzeihen. Wie befinden sich denn die werten Eltern? Werden den Schmuck doch erhalten haben? Ja, ohne Zweifel. Haben Sie keine Nachricht seitdem? Oh, das hat gute Wege. Es ist ja nicht das erste Mal. Ja. Ja, nur ist mein Wechsel auch nicht eingetroffen, zu dumm. Herr Baron, wenn ich Ihnen aus momentaner Verlegenheit helfen könnte, es wäre mir eine Ehre. Schließlich kenne ich Ihre Familie seit über 20 Jahren. Gut, wir machen dann zusammen glatt. Das hat gute Wege, Herr Baron. Die gnädige Frau Mutter sind letzten Winter nicht zu unserem Karneval herabgekommen. Erlauben Sie mir, Mademoiselle Marie einmal in die Komödie zu führen. Ach, Papa! Da gibt heute ein ganz neues Stück. Papa! Nein, nein, durchaus nicht. Herr Baron, nehmen Sie es mir nicht ungnädig. Das würde nur Gerede bei den Nachbarn geben. Werden pardonieren, Herr Baron.
so gern als Ihnen den Gefallen tun wollte. In allen anderen Stücken haben zu befehlen. Apropos, lieber Wesener, wollten Sie mir nicht einige von Ihren Zitternadeln weisen? Ja. Sogleich. Wissen Sie was, mein Marielle? Wir wollen uns dennoch sehen. Haben Sie hier nicht eine gute Bekannte? Madame Weyer, sie wohnt gleich hier an der Ecke beim Brunnen. Gut. Da komme ich hin und da kommen Sie hin, übermorgen. So gehen wir miteinander in die Komödie und hernach, mein englisches, mein göttliches Marielle. Hier sind die Zitternadeln. Zu allen Preisen. Sehen Sie? Diese zu 100 Talern, ja? Diese zu 50. Herr Wesener, wollen Sie mir die Ehre tun und sie behalten für Ihre Tochter? Ich bitte Sie, meine Tochter hat noch in ihrem Leben keine Präsente von den Herren angenommen. Ich würde sie zudem nicht haben tragen können. Sie ist zu groß für meine Frisur. Zitternadel, du selber. Das ist kein Tragen für dich. So empfehle ich mich denn, Herr Wesener. Ehe ich wegreise, machen wir richtig. Das hat gute Wege, Herr Baron. Tun Sie es wieder einmal die Ehre an. Adieu, Jungfer Marie. Adieu, Herr Baron. Aber sag er mir doch, Papa, wie ist er denn auch? Habe ich dir schon wieder nicht recht gemacht? Er hat doch gewiss ein gutes Gemüt, der Baron. Lehr du mich die jungen Milizen nicht kennen, dummes Keuchel. Da laufen sie in alle Kaffeehäuser und erzählen sich, und Wips ist ein armes Mädel in der Leute Mäuler. Ja, mit der und der Jungfer ist auch nicht zum Besten bestellt. Er ist auch immer zu grob. Na. Du musst mir das nicht übel nehmen. Ich sorg mich nur so um dich, du Närrin. Wenn er mich doch nur wollte, für mich selber sorgen lassen. Madame Roux! Man sagt, Godot hat herkommen wollen. Madame Roux soll herkommen. Mein Becher ist leer. Das wäre zu wünschen, besonders für unsere jungen Herren. Es ist doch in der Tat nicht zu leugnen, dass die Schaubühne eine fast unentbehrliche Sache für eine Garnison ist. C'est-à-dire, eine Schaubühne, wo Geschmack herrscht. Wie zum Exempel bei Godot. Mhm. Ich sehe nicht ab, wo der Nutzen stecken soll, im Allgemeinen. Der Nutzen? Der allgemeine Nutzen, ja. Ich liebe das Theater selbst und gehe gern hinein, aber dass es unentbehrlich sei, das glaube ich nicht. Eine Garnison ohne Theater ist wie eine Frau ohne... Die Offiziers müssen doch einen Zeitvertreib haben. Verzeihen Sie, Herr Pfarrer, aber ich glaube, im Herzen sind Sie meiner Ansicht. Sie hindern nur die zwei Läppchen unterm Kinn. Was sagen Sie doch selbst, Herr Pfaff oder Herr Pfarr. Was für Unordnungen werden nicht vorgebeugt oder gar abgehalten durch die Komödie? Sagen Sie lieber, was für Unordnungen werden nicht eingeführt? Ich behaupte Ihnen hier, dass eine einzige Komödie, und wenn es die ärgste Farce wäre, im ganzen Staat 10-mal mehr Nutzen angerichtet hat, als alle Ihre Predigten zusammengenommen beim Regiment. Major! Ich bitte, beantworten Sie mir eine einzige Frage. Was lernen die Herren Offiziers dort? Lernen? Muss man denn immer lernen? Ach, er ist ein fader Kerl, der Schwarzrock. Aber der Mensch ist doch nicht um des Vergnügens willen auf der Welt. Er hat eine Pflicht. Da der Mensch aber ist, da er von Gott geschaffen wurde, wie die Ordnung, hat er die Pflicht, diese Ordnung, von der er ein Teil ist. Erzähl, Sakrament, du langweilst einem zu Tode mit deiner Moral. Die Leute denken eben nicht. Wir amüsieren uns, ist das nicht genug? Wollte Gott, dass Sie sich bloß amüsierten, dass Sie nicht lernten. So aber ahmen Sie nach, was Ihnen dort vorgestellt wird und bringen Unglück und Fluch in die Familien. Ihr Enthusiasmus ist löblich, aber er schmeckt nach Ihrem Amte. Na, dass ein Mädel einmal ein Kind kriegt, das es besser nicht haben will, mein Gott. Eine Hure wird immer eine Hure. Wird's keine Soldatenhure, so wird's eine Pfaffenhure. Herr Major, es verdrießt mich, dass Sie immer den Pfaffen ins Spiel mengen, weil Sie mich dadurch hindern, Ihnen frei zu antworten. Na so, reden Sie. Wer hindert Sie? Eine Hure wird immer eine Hure. Kennen Sie das andere Geschlecht so genau?
Sie werden es mich nicht kennen lehren, Herr. Sie kennen es von Ihren Meisterstücken, vielleicht. Aber eine Hure wird niemals eine Hure, wenn sie nicht dazu gemacht wird. Der Trieb ist in allen Menschen. Aber jedes Frauenzimmer weiß, dass sie dem Triebe ihre ganze künftige Glückseligkeit zu danken hat. Und wird sie die freiwillig aufopfern? Nein. Nur wenn man sie darum betrügt. Red ich denn von honetten Mädchen? Eben die müssen zittern vor ihren Komödien, denn da lernen sie die Kunst, sie malhonett zu machen. Der Pfaff hat auch ein verfluchtes Maul über die Offiziers. Meint er, wir hörten auf, Ehrenmänner zu sein, sobald wir in Dienst treten? Solange ich ausgehaltene Mätressen sehe und unglückliche Bürgerstöchter... Das verdient eine Nasenstüber, verflucht. Herr, ich trage einen Degen. Umso besser. Major! Ich bitte euch. Herr Eisenhardt hat ja so Unrecht nicht. Er beleidigt einen Offizier. Euren Degen, Major Odi. Vorsichtshalber. Und bleibt auf eurem Zimmer heute. Ich bitte euch. Wo ist Marie? Ja, wo ist Marie? Was weiß denn ich? Sie wollte zu der Weihern. So spät noch? Zu Madame Weyer? Sie wird schon kommen. Ach, Papa! Ja? Mama! Ja, ja. Was ist das für ein Ding? Was ist, was fehlt dir? Was für ein Ding? Die Komödie. Der gute Herr Baron. Was? Wenn er gesehen hätte, was ich gesehen habe. Lieber Papa, alles durcheinander. Ich werde die Nacht nicht schlafen was? Können. Was? Der Baron hat dich in die Komödie geführt? Ja, Papa. Lieber Papa. Du Luder! Willst du die Mätresse vom Baron werden? Die Mätresse? Mir aus den Augen, du gottlose Seele. Das hätte ich dem Papa wollen voraussagen, dass es so gehen würde. Marie, in deine Kammer. Den Augenblick. Und du wirst auch nicht engelrein sein, Charlotte. Nehmt ab. Ich esse nichts mehr. Die Mätresse vom Herrn Baron. Wie der Vater das sagt. Er liebt mich doch. Er liebt mich. So viel ist gewiss. Ach, Jesus. Na, so mach sie doch das Kind nicht. Hör, Marielle. Das eben war nicht bös gemeint. Ja, Papa? Du weißt, du bist mein einziges. Darum sorge ich mich um dich. Ja, Papa? Sag mir, hat dir der Baron was von der Liebe vorgesagt? Papa, er ist verliebt in mich, das ist wahr. Sieh einmal, diese Zitternadel hat er mir geschenkt. Was? 1000 Hagelwetter hab ich dir nicht verboten? Aber Papa, er hat getan wie wütig, als ich's nicht annehmen wollte. Ich konnt's nicht abschlagen. Und hier sind auch Verse, die er auf mich gemacht hat. Du höchster Gegenstand von meinen reinen Trieben, ich bete dich an, ich will dich ewig lieben, weil die Versicherung von meiner Lieb und Treu, du allerschönstes Licht mit jedem Morgen neu. Und wart er, ich will ihm noch was weisen. Er hat mir auch ein Herz geschenkt, mit kleinen Steinen besetzt, in einem Ring. Er sagt, der sei sehr alt. Kostbar. Kind, kostbar. Hör, Kind, was ich dir jetzt sag. Du darfst keine Präsente mehr von ihm annehmen, so wütend er auch tut. Ja, Papa. Lass mich nur machen. Ich weiß schon, was zu deinem Glücke dient. Du kannst noch einmal gnädige Frau werden, du närrisches Kind. Man kann nicht wissen, was einem manchmal für ein Glück aufgehoben ist. Nein, wirklich, lieber Stolzius. Er muss sich dadurch doch nicht gleich ins Boxhorn jagen lassen. Das sagt sich leicht, Herr Major. Guter Freund, ich kenne den Deport. Er ist ein Spitzbube, der nicht sucht, als sich zu amüsieren. Er wird ihm darum seine Braut nicht gleich abspenstig machen. Aber das Gerede, Herr Major. Stadt und Land sind voll davon. Ich könnte mich den Augenblick ins Wasser stürzen, wenn ich nachdenke.
Die Lys ist kalt um diese Zeit. Das ist grad recht. Zum Teufel. Er muss sich das nicht so zu Herzen gehen lassen. Ich bin sein Freund, ich würd's ihm sagen, wenn Gefahr dabei wäre. Die Jungfern, die am bravsten sind, von denen wird das meiste resoniert, das weiß er doch. Und nun lade ich ihn ein auf ein Glas Punsch, damit er wieder zu sich selber findet. Der Mensch ist das vollkommenste Wesen, nicht wahr, Herr Pfarrer? Nach Gott. Ja, ja. Ja, er ist sein Ebenbild, das meine ich ja. Nun ist ein Widerspruch. Dieses vollkommenste Wesen kann ich entweder beleidigen oder nicht beleidigen. Fängt er schon wieder an. Kann ich es beleidigen, so würde es aufhören, das vollkommenste zu sein. Ja, ja, Pirzel, du hast vollkommen recht. Kann ich es aber nicht beleidigen. Zum Teufel redest du mit uns. So durft ich doch auch keinen zwingen in den bunten Rock. Nur so zum Exempel. Wieso denn zwingen? Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Und woher nehmen wir die Rekrutenpirze? Krieg ohne Soldaten. Geh, sag er das den Preußen. Meine lieben Kameraden, ihr seid verehrungswürdige Geschöpfe Gottes. Also muss ich euch hochachten. Aber auch ich bin ein Geschöpf Gottes. Und ihr müsst mich gleichfalls in Ehren halten. Das tun wir ja. Er ist ein braver Mann, Pirzel. Leute, nun hab ich ihn. Madame Rupp, gleich lassen Sie Gläser schwenken und machen uns einen guten Punsch. Ich bitte euch, geht mir artig mit dem Menschen um. Hast du ihn ausgefragt? Wenn einer von euch sich da reinmengt, so ist alles verschissen. Der Deport macht ihm grausam zu schaffen. Ich hab ihn mit knapper Not gehalten, dass er nicht ins Wasser sprang. Der arme Stolzius. Die Offiziere sind wie toll mit ihm. Der zupft ihn hier, der stößt ihn da, der geht mit ihm spazieren. Ah, mein Bester, wo bleiben Sie? Ich habe ein gut Glas Punsch für uns bestellt. Herr Stolzius, wie schön. Es ist uns eine besondere Freude, Herr Stolzius. Der Punsch muss gleich kommen. Sie rauchen doch, Herr Stolzius. Ein wenig. Danke. Haben Sie Nachrichten aus Lille von Ihrer Jungfer Braut? Zu Ihren Diensten, mein Herr, aber ich weiß von keiner Braut. Die Jungfer Wesener aus Lille. Der Deport hat es mir doch geschrieben. Der Herr Deport müsste es dann besser wissen als ich. Der Deport ist ein ehrlicher Mann. Daran habe ich ja gar nicht gezweifelt. Ich kenne ihn hier wohl am besten. Er ist mir von seiner Mutter rekommandiert worden, als er ans Regiment kam, und hat seitdem nichts getan, ohne mich um Rat zu fragen. Und ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Ich kann nur nicht begreifen, was er so lange in Lille macht. Wetterelement, unser Punsch. Madame Roux! In Lille? Das kann ich euch erklären. So sagst du, ne? Nur so viel. Er erwartet dort eine Person, mit der er in der Stille fortreisen wird. Und die Mademoiselle aus Brüssel? Meine Herren, ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen. Was ist? So bleiben Sie doch noch. Wohin, liebster Freund? Der Punsch. Sie nehmen es mir nicht übel. Mir ist den Moment etwas zugestoßen. Ich kann keinen Augenblick länger hier bleiben. Geben Sie den Brief. Nein. Ich will dem Lumpenhund erwidern, der Ihnen Tränen macht. Nein. Monsieur Flegel? Schreiben Sie, Monsieur Flegel. Ich schreibe den Brief alleine. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach nein. Doch. Aber ich fange Sie schon. Warte nur. Und ich mache Ihnen eine Schmache mit der Feder. Ach, wenigstens lacht sie jetzt wieder. Warum wechseln Sie Briefe mit solch einem Hundejungen? Der Stolzius hat um mich angehalten, das wissen Sie doch. Wie darf sich der impertinente Esel das unterstehen, ein Tuchhändler? Sie sind für keinen Bürger gemacht, Marie. Herr Baron, das sind doch nur leere Hoffnungen. Glaubt sie mir noch immer nicht, dass ich es ehrlich meine? Ihre Familie wird das nimmermehr zugeben und mit dem Offizier wär's ja dann auch vorbei. Lass sie das meine Sorge sein. Schon sie ihr schönes Köpfchen. Der Vater sagt immer, ich soll mir mein Glück nicht verderben. Ihr Glück? Wär das denn wohl ihr Glück mit solch einem Lümmel? Er schreibt in der Tat, als ob ich die Säue mit ihm gehütet hätte. Egal, was der Vater sagt, ich will ihm antworten. Gleich morgen, dass er es nicht vermuten soll. Gleich morgen. Recht so, Marie.
Oh, Jungfer Zipfersaat, was führt dich her? Etwa der Baron hier ist sterblich verliebt in dich und will dich heiraten. Er spricht von nichts anderem mehr. Ich weiß nicht, du bist Marielle. Wenn du es nicht weißt, weiß ich es auch nicht. Ich habe deinem Vater etwas auszurichten von meinem Vetter. So geh sie ihn doch suchen. Marielle. Etwas ausrichten von meinem Vetter. Dem Seidenhändler Zipfersaat? Zipfersaat, ja. Das Luder ist deiner nicht wert gewesen. Was wimmerst du, meine solche Soldatenhure? Mutter! Das ist nicht wahr. Was ist sie denn anderes? Das ist nicht wahr. Sie ist nicht dieselbige mehr. Solch einen Brief hat sie mir nie geschrieben. Aber sie ist ganz unschuldig. Der Offizier hat ihr den Kopf verrückt. Seht einmal, wie sie mir sonst geschrieben hat. Da war's Verstellung. Solch ein gutes Herz. Solch ein Luder. Und du bist auch nicht besser, dass du dich an solche Menschen hängst. Mutter? Mein Gott, um so eine solche Metze. Ich will ihn sehen. Wen denn sehen? Den Teufel, der sie verkehrt hat. Ich will ihn sehen, ehe ich den Verstand verliere darüber. Er soll mir's bezahlen. Karl, ich bitte dich! Lass mich, Mutter. Ich bin ganz gesund. Das Marielle lässt sich nicht sprechen, sagst du? Sie liest in einem Buch. Sie wird schon. Sag, ich hätte ihr etwas Wichtiges vom Baron zu sagen. Ja. Warum hat sie sich nicht gesetzt? Jungfer Zipfersaat, einen schönen guten Morgen auch. Ich kam ja nur zu sagen, dass der Baron de Port diesen Morgen weggelaufen ist. Weggelaufen? Was redest du da? Sie kann es mir glauben. Er ist meinem Vetter über die 700 Taler schuldig geblieben. Und als sie auf sein Zimmer kamen, fanden sie alles ausgeräumt und einen Zettel auf dem Tisch. Sie sollten sich keine vergebliche Mühe geben, ihm nachzusetzen. Er habe seinen Abschied genommen, werde in österreichische Dienste gehen. Papa, ich glaube ihr kein Wort. Sie ist nur eifersüchtig, deshalb hat sie sich all das ausgedacht. Papa! Sie will nicht glauben, wie die Herren Offizier sind. Ich hätte das Wollen im Voraus. Schweig sie endlich! Na, was ist denn? Ihr Papa, Diener, junger Zipfer. Papa, der Port ist weggelaufen. Es ist alles aus. Sieh doch. Wer erzählt dir denn so artige Histörchen? Er ist dem jungen Herrn Seidenhändler Zipfersaat 700 Taler schuldig geblieben und hat einen Zettel auf dem Tisch gelassen, dass er im Leben nicht nach Flandern wiederkommen will. Was für ein gottloses, verdammtes Gerät. Er ist mir auch einiges schuldig geblieben, einiges über 700 Taler. Aber ich sag ihr gut für noch einmal so viel, wenn sie es haben will. Ich verkehre mit dem Haus an die 30 Jahre und ich habe sein Wort. Versteht sie mich? Das wird meinem Vetter eine große Freude machen, wenn sie es auf sich nehmen wollen, den guten Namen vom Herrn Baron zu retten. Kanaille! Ich gehe mit ihr den Augenblick. Ich will den Leuten das Maul stopfen, die sie unterstehen wollen, mir das Haus in übel Ruf zu bringen. Also kommen Sie schon! Charlotte! Was willst du denn? Mein liebes Lottchen! Na Gott behüt, woher das Wunder? Gewiss will sie wieder Geld von mir leihen, aber ich habe keins zu verleihen. Nein, nein, so hör doch! Kannst du mir nicht helfen, einen Brief schreiben? Ich habe so ein Zittern in den Händen. Ich lass dir auch die Perlen für 6 Livre. An wen willst du denn schreiben? An den Stolzius. An den Stolzius? Schlägt dir das Gewissen? So lass doch. Was willst du denn schreiben? Schreib. Mein liebwertester Freund. Dero haben in ihrem letzten Brief mir billige Gelegenheit gegeben, zu erwidern, da meine Ehre angegriffen. Ehre angegriffen? Indessen müssen nicht alle Ausdrücke auf die Waagschale legen, sondern das Herz ansehen, das ihnen... Wacht. Wie soll ich schreiben? Was weiß ich? So sag doch schon, dass mein Herz ihnen... Ach. Dass mein Herz nicht so wankelmütig ist, als sie es sich vorstellen. Ist so recht? Ja, so ist recht. Oh mein Gott! Na, was tust du denn aber, so eine Kanaille? Soll ich ihm denn vorlesen? Wo ich eben im besten Schreiben bin. Papa! Papa, lieber Papa! Wie steht's um Gottes Willen? So sei sie doch nicht närrisch. Ist er wirklich fort? Sie tut ja wie abgeschmackt. Wenn er fort ist, so muss er wiederkommen. Ich glaube, sie hat den Verstand verloren. Ich kenne das Haus seit länger als gestern. Sie werden doch das nicht wollen auf sich sitzen lassen. Ich werde den Wechsel, den ich unterschrieb, beglaubigen lassen. Zugleich die Kopie von dem Promesse de Mariage
und alles den Eltern schicken. Geh, hol mir den Notarius. Ja, Papa, sofort. Oh, das Mädel kann einem aber auch das Herz machen in die Hosen fallen. Gott verzeih's mir. Ein Eheversprechen? Vom Herrn Baron? Ja, sie hört es doch. Das und den Wechsel werden Sie nicht ignorieren können. Warte ja nur. Ich will es bei seinem Vater schon für ihn kochen. Gardi! Aber Marsch! Der Herr von Mari hat sich nach Lille versetzen lassen? Weshalb? Rekruten werben, sagt man. Aber warum Lille? Er hat dort doch niemanden. Die schöne Jungfer, die hier neulich durchgereist. Wesener? Erst der Deport, jetzt der Mari. Der Mari, sehen Sie, Herr Pfarrer, das ist auch keiner von denen, die es weghaben. Flüchtig, flüchtig der Mensch. Um den Menschen zu kennen, müsste man bei den Frauenzimmern anfangen, scheint mir. Ja, bei den Frauenzimmern. Das ist, als ob man bei den Schafen anfinge. Nein, was der Mensch ist, der hat doch eine Moral, die ihn leitet und bestimmt, im Gegensatz zu Pferd und Esel. Das eben ist des Menschen Freiheit. Er leitet sich selbst, je nach den Umständen, weil er eine Moral hat, die ihm sagt, tu das, tu jenes nicht. Das will der Mensch, das soll er. Wo beides zusammenfällt, die Pflicht und sein Wollen, da ist am meisten Freiheit, weil am meisten Moral nötig war. Nehmen Sie zum Exempel den Soldaten, die Ehelosigkeit des Soldatenstandes. Der Soldat an sich steht moralisch über dem Bürger. Deshalb... Sie philosophieren einen noch zu Tode. Benito! Bizeps? Gut. Den rechten? Ja? Hol er tief Luft? Brust wie ein Ochse. Er ist Bauer, weshalb will er Soldat werden? Ich will mein Glück machen, Herr. Recht so. Er wird sein Glück machen. Er kommt zu den Musketieren. Da braucht man Kerls wie ihn. Unterschreib er. Hier. Ja, ja. Genügt. Und Handgeld, Herr? 5 Livre. 5 nur? Aber man hat mir 50 versprochen. Wer? Ich doch nicht. Wird er nicht unverschämt. Er steht vor einem Offizier des Königs. Ja? Ab. Stolzius? Ja, Herr. Wo kommt ihr denn her zum Teufel? Und in diesem Rock? Ich bin jetzt bei den Soldaten, Herr. Wie verändert und wie blass und abgefallen ihr aussieht. Das macht der Schnurrbart, Herr. Ich kann's nicht glauben. Ich hörte, euer Gnaden brauchen einen Bediensteten. Und so habe ich mich zu Ihnen abkommandieren lassen. Zu mir? Nach Lille? Ich will euer Gnaden helfen, Rekruten anzuwerben. Und sie bedienen. Und sonst? Sonst nichts, Herr. Ich bin Soldat. Ihr bester Vater ist böse auf mich, dass ich ihn so lange aufs Geld warten lasse. Ich bitte Sie, besänftigen Sie ihn, bis ich von hier aus eine bequeme Gelegenheit finde, meinem Vater alles zu entdecken und ihn zu der Einwilligung zu bewegen, Sie, meine Geliebte, auf ewig zu besitzen. Ja! Ein Bock, Herr Baron, ein Prachtstück! Ja, gut, gut! Eines bewegen Sie mir ewig zu besitzen. Ich glaube, Herr Baron, denken doch ernstlich an Heirat, da ihr schon wieder schreibt. Mein Gott, ich war verliebt. Was verspricht man da nicht alles? Sogar die Ehe. Und ich hätte sie geheiratet, wenn nicht der Mari dazwischen gekommen wäre.
Jedenfalls sind Herr Baron aus der Affäre. Das Heiratsversprechen ist hinfällig. Glaubst du? Sie ist Ihnen doch untreu, oder? Du fährst aus? Ja. Es ist eine Schande. Wie du dem Deport begegnet bist, so begegnest du auch dem Mari. Ich sehe keinen Unterschied. Aber Mama, wenn er allein uns nach Nachrichten vom Deport verschaffen kann, so muss ich doch wohl höflich mit ihm sein. Wenn ich ihn abschrecke und er kommt nicht mehr, haben wir uns alle selber zuzuschreiben. Das wäre schön, Dings. Der Baron fängt ja alle Briefe auf, die der Papa an seinen Vater schreibt. Das hört sie ja. Kurz und gut, du sollst nicht ausfahren mit dem Mari und auch keine Präsente mehr annehmen von ihm. Sagt das der Papa? Herr von Mari hat Pferd und Cabriolet bestellt. Sollen die wieder zurückfahren? Ach, was weiß denn ich? So kommen Sie doch mit, Mama! Charlotte! Ihr wisst ja nicht, was ich um seinen Willen alles ausstehe. Soldatenmensch. Mama. Soldatenmensch. Sie muss sich nicht wundern. Sie macht es danach. Mademoiselle? Madame? Ihre Dienerin, Herr von Mari. Haben Sie wohl geschlafen? Unvergleichlich, meine gnädige Mademoiselle. Ich habe das ganze gestrige Feuerwerk im Traum zum anderen Mal gesehen. Es war sehr schön. Es muss wohl schön gewesen sein, wenn es Ihre Approbation hat. Sie sehen uns hier noch ganz in Ruhe. Meine Mutter wird gleich fertig sein. Madame Wesner kommt also mit? Wieso? Ist kein Platz für mich da? Oh ja, ich stehe hinten auf und mein Soldat, der kann zu Fuß gehen. Wollen wir? Madame? Mit Vergnügen. Er droht mir mit Prison? Der Wesener? Wie das? Er will zum Regiment gehen, wenn ich meine Schulden nicht sogleich bezahle. Er stünde selbst vor dem Ruin. Ja, ist das meine Schuld, wenn er sich übernimmt? Er muss doch wissen, was er tut. Ich werde meiner Mutter schreiben. Mich ihr anvertrauen. Oder besser noch, ich schreibe ihr. Wenn ihr Vater das tut, dann ist alles aus. Dann hat sie es selbst verschuldet. Vielleicht hilft's. Sie kann nicht glauben, Mama, wie komplaisant der Graf gegen mich ist. Gestern nach dem Nachtessen hat er mir zugehört, bis ihn ein Diener seiner Mutter bat, nach Haus zu kommen. Ja, es soll ja auch schon versprochen sein, einen vollen Anklang. Und heute will er mir eine seltene Blume bringen, aus dem Gewächshaus der Frau Gräfin. Er ist ein wundernswürdig edler Jüngling, der Graf. Ganz wie der Mari einstens. Oder der Deport. Ja? Oh. Er ist es. Die Gräfin La Roche lässt fragen, ob Sie zu Hause sind. Himmel. Die Mutter vom Herrn Grafen. Wieso? Sag er nur. Mama, so sag sie doch was. Was soll er sagen? Was weiß denn ich? Kannst's Maul nicht auftun. Sag er. Es wird uns eine hohe Ehre sein, ja? Nein, nein. Warte, ich will selber an den Wagen herabkommen. Sie werden verzeihen. Mein liebes Kind, Sie brauchen meinetwegen nicht die allergeringsten Umstände zu machen. Es ist hier alles in der größten Rapuse. Bitte, setzen Sie sich. Sehen Sie mich als Ihre beste Freundin an und seien Sie versichert, dass ich an Ihrem Schicksal den aufrichtigsten Anteil nehme. Womit habe ich die besondere Gnade verdient? Nichts von Gnade, ich bitte Sie. Ihr ganzes Betragen hat so etwas Offenes, dass mir Ihr Unglück doppelt schmerzlich wird. Wissen Sie, meine liebe neue Freundin, dass man in der Stadt viel von Ihnen spricht? Ich weiß wohl. Böse Zungen. Auch gute sprechen von Ihnen. Sie sind unglücklich, aber ich weiß auch, dass Sie sich Ihr Unglück durch kein Laster zugezogen. Ihr einziger Fehler war, dass Sie die Welt nicht kannten, dass Sie den Unterschied nicht kannten zwischen den verschiedenen Ständen. So haben Sie den Reden der jungen Leute zu viel getraut. Ich habe nur einem zu viel getraut. Und es ist noch nicht ausgemacht, ob er falsch gegen mich denkt. Aber wie kamen Sie dazu, über Ihren Stand hinaus sich nach einem Mann umzusehen? Ihre Gestalt, dachten Sie, Ihre Schönheit? Er liebte mich. Schönheit ist niemals ein Mittel, eine gute Heirat zu stiften. Und niemand hat mehr Ursache zu zittern als ein schön Gesicht. Er liebte mich aber und ich liebte ihn. Ja, die Liebe eines Offiziers, Marie.
Glauben Sie noch immer, ihn trotz des Zorns seiner Eltern, trotz des Hochmuts seiner Familie, trotz seines Schwurs als Soldat, trotz seines Charakters, trotz der ganzen Welt sich treu zu erhalten? Das hieße, Sie wollten die Welt umkehren. Was wollen Sie von mir? Ihnen helfen, mein Kind. Schickt Sie der Graf? Kommen Sie in mein Haus. Werden Sie meine Gesellschafterin. Und machen Sie sich gefasst, in einem Jahr keine Mannsperson zu sehen. Noch ist der Abgrund zu vermeiden. Und der Graf? Er ist aus der Stadt. Die Fräulein Anklam hat seine Hand und sein Herz. Also, ja. Nur zu, gnädige Frau. Nur zu. Marie, Sie sollen Zeitvertreib genug haben. Ich will Sie im Zeichnen, Tanzen und Singen unterrichten lassen. Ich setze Ihnen 1000 Taler zur Aussteuer aus. Ich weiß, dass Ihr Vater Schulden hat. Erlauben Sie mir, dass ich mich darüber bedenke, dass ich alles meinem Vater vorstelle. Es ist mir jetzt ganz lieb, dass ich in Prison bin. So erfährt kein Mensch, dass ich zurück bin beim Regiment. Meine Mutter wird an den Obristen schreiben, dass das Regiment gut sagt für meine Schulden. Ich hätte nicht gedacht, dass er es wagt, der alte Kuppler. Und für Marie, da sorgt der Mari weiter. Ich bin raus aus allem. Ich will den Kameraden verbieten, etwas zu sagen. Vor allen Dingen, dass es der Mari nicht erfährt. Und der Rammler, das neugierige Klatschmaul. War er nicht gut bedient durch den alten Juden? Das ist ein Mensch, den verlorene Schlachten aufstacheln. Der geborene Soldat. Stolzes? Ich bin verliebt. Und aufrichtig. Wenn der Deport das Mädchen nicht heiratet, so heirate ich's. Ich habe versucht, sie mir aus dem Kopf zu bringen, mit der Duval, du weißt. Allein es verschlägt nichts. Nicht einmal die Wirtschaft mit dem Grafen, die mir gar nicht gefällt. Dass sie nun gar bei der Gräfin im Haus ist. Schreibt denn der Deport gar nicht mehr? Na, freilich schreibt er. Doch kommt die Sache nicht vom Fleck mit seinem Vater. Das Mädchen klagt mir neulich ihre Not, wie ich im Mondenschein mit ihr spazieren ging. Dass sie manchmal mitten in der Nacht aufsprenge und nach einem Messer suchte, wenn ihr die Gedanken kämen. Und wie ich sie fragte, ob sie mich auch lieben könne, da sagte sie, sie liebt mich zärtlicher als Freunde und Verwandte und drückte meine Hand an ihre Brust. Was ist denn, Stolzius? Und als ich sie um ein Schmätzchen bat, da sagte sie, wenn es in ihrer Gewalt stünde, mich glücklich zu machen, so täte sie es gewiss. So? Aber brauchte es die Erlaubnis vom Deport? Der Teufel soll ihn holen, den Deport! Ich will sie sprechen, Kerl. Mach geschwind, find heraus, wie das geschehen kann. Und wo? Und eile er sich! Ja, Herr. Marie, ist denn das erlaubt, was tun Sie alle hier? Freunde, alles, was Ihnen lieb war, so zu vergessen? Mein Gott, wenn jemand kommt! Sie sind ja wie in einem Kloster hier. Wollen Sie denn gar nicht mehr in die Welt? Die Gräfin ist sehr gut zu mir. Der Deport hat geschrieben. Ja? Er ist untröstlich. Er will wissen, wo Sie sind und wie Sie sich befinden. Ich muss ihn vergessen und er soll mich nur auch vergessen. Warum denn? Er liebt Sie ja. Und ich, Marie. Ich denke an unsere Spaziergänge. Das dürfen Sie nicht. Seien Sie nicht grausam, Marie. Dies Eingesperrtsein ist kein Leben. Ein goldener Käfig, der Gräfin, ein Schutz. Das dürfen Sie nicht. Gehen Sie. Aber was soll ich dem Deport schreiben? Es kommt jemand, Herr Jesus. Gehen Sie schnell. Ihr gebt euch Rendezvous? Ach, gnädige Frau. Es war ein Verwandter von mir, ein Vetter. Er hat jetzt erst erfahren, wo ich bin. Marie, ich habe alles gehört. Du bist wie ein Bäumchen im Abendwind. Jeder Hauch verändert dich. Was denkst du dir? Dass du hier unter meinen Augen den Faden zum Deport wieder anspinnen kannst. Verzeihen Sie mir, nur diesmal. Ich verzeihe es dir niemals, wenn du gegen die Vernunft handelst und gegen dein eigenes Glück. So, nun geh ins Haus. Mein Glück, gnädige Frau? Versuche, dich etwas zu zerstreuen. Mein eigenes Glück? Oh mein Gott!
Ein Billett der Frau Gräfin. Marie ist fortgelaufen? Ich bin des Todes. Mutter! Charlotte! Marie ist fort! Marie ist fort? Marie ist fort? Ich bin schuld daran. Lass uns ihr nachsetzen. Zum Tausendsakrament. Bring Pferde her, geschwind. Und dann? Wohin? Zu ihm, nach Philipp Will, zum Donnerwetter, wohin sonst? Er ist in Armentier beim Regiment. Beim Regiment? Das kann nicht sein. Er sitzt dort in Prison, der Schulden wegen. Na dann, nach Armentier. Nur rasch die Pferde. Wenn sie hierher kommt, ist mein ganzes Glück verdorben. Dann bin ich in der Tat die Spottfigur vom Regiment. Aber wieso? Sie denkt doch, du bist in Philipp Will. Zum Donner, ja. Dann muss ich meinem Jäger schreiben, dass sie zum wenigsten nicht meinem Vater in die Arme läuft. Nichts. Es ist alles umsonst. Sie ist nirgends ausfindig zu machen. Weiß Gott, wo sie sich ertränkt hat. Vater! Die Boten der Frau Gräfin sind auch wiedergekommen. Nichts. Durch jedem Tor ist einer hinausgeritten. Aber sie kann doch nicht aus der Welt sein! In so kurzer Zeit! Ich muss nach Armentier. Der Deport soll zurück sein beim Regiment. Vielleicht hätte sie bei ihm. Und was soll das? Der Kaution, die er nicht aufbringen kann, sollen wir sie aufbringen? Es ist sie. Und was wird, wenn ihm das Haus versiegelt wird? Was wird dann aus uns? Ich muss nach Armentier. Was wird aus uns? Geht betteln! Was zitterst du, Stolzius? Die Zunge ist so schwach. Ich werde kein Wort hervorbringen. Er wird mir's ansehen, zu welchem Zweck ich's brauch. Das Gift. Oh, warum müssen stets die zittern, die Unrecht leiden? Und allein die fröhlich sein, die Unrecht tun? Gerechter Gott, warum? Wer weiß, an welchem Zaun sie jetzt verhungert, an welchem Ufer sie jetzt liegt, tot und erstarrt. Herein, Stolzius, wenn's nicht für ihn ist, so ist's doch für dich. Und das ist alles, was du dir noch wünschen kannst. Brot. Ich habe immer geglaubt, dass man von Brot leben könnte. Ich kann's nicht. Oh, hätte ich nur einen Tropfen von dem Wein, den ich so oft aus dem Fenster gegossen, mit dem ich in der Hitze mir die Hände wusch. Ich kann's nicht essen. Gott weiß es. Besser verhungern. Stolzes, die Suppe. Ja, Herr.
Na, geh schon. Wie ich dir sage, sie ist eine Hure gewesen von Anfang an. Und sie ist mir nur dadurch gut gewesen, weil ich ihr Präsente machte. Ich bin durch sie in Schulden gekommen. Sie hätte mich um Haus und Hof gebracht, hätte ich das Spiel länger getrieben. Und ein Spiel war sie und ihr Vater ein Hasardspiel. Genau berechnet von den beiden. Was also tue ich? Ich schreibe meinem Jäger, er soll sie empfangen und sich ihrer annehmen. Mein Jäger ist ein starker Kerl, die Zeit wird ihnen nicht lang werden miteinander, denke ich. Ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass es mir nicht zuwider wäre. Ja, das ist doch Malonette, Depot. Ja, was sollte ich tun? Und ist sie nicht versorgt genug, wenn mein Jäger sie heiratet? Hol mich der Teufel, Bruder. Ich war drauf und dran. Da hättest du ein schönes Sauleder an den Hals bekommen. Stolz ist er ja noch immer hier. Was macht die Suppe für den Herrn Baron? Gleich, Herr. Sofort. Einmal kam ich hin zu ihr. Es war in den Hundstagen. Sie hatte nur ein dünnes Röckchen aus Nesseltuch an, durch das ihre Beine schienen. Ich hätte die Seligkeit darum gegeben, die Nacht bei ihr zu schlafen. Nun muss zum gleichen Tag der Graf hinkommen. Du kennst des Mädels Eitelkeit. Ja, ja. Sie tat wie unsinnig mit ihm. Vielleicht, um mich zu chagrinieren. Ja. Mir ging's. Wie dem überglühten Eisen, das auf einmal kalt wird wie Eis. Von da an habe ich ja nie wieder recht gut werden können. Ja. Was reden wir weiter von dem Knochen? Es inuiert mich, wenn ich an sie denken soll. Ach ja? Wirklich? Stolzius, was soll das? Was nimmt er sich heraus? Ich krieg Stiche. Marie, ich krieg Stiche. Stolzius? Marie! 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 Stolzius! Geben Sie sich keine Mühe. Es ist schon geschehen. Und ich sterbe vergnügt, da ich den mitnehmen Hilfe! Kann. Hilfe! Ich bin vergiftet! Hilfe! Das bist du, ja? Stolzius, dessen Braut du zur Hure machtest. Du bist gerecht, Marie. Gott kann mich nicht verdammen. Naja, wie wär's mit uns heute Abend? Lass sie das, ich bin kein Liebhaber von solchen Sachen. Oh, ist kein Liebhaber, so. Hat er nicht Lust oder hat er nicht Geld? Ich will ja mit mir reden über den Preis. Ins Arbeitshaus mit euch. Und da lauft euren Soldaten nach. Widerliche Bälle. Ein Erlosen, Herr. Ich bin 3 Tage gewesen ohne ein bisschen Brot im Mund. Und ich bin im Unglück ohne eigene Schuld. Ich bin eines honetten Mannes Tochter. Lass sie nicht. Herr, haben Sie Mitleid. Schämt sie sich nicht, einen honetten Mann anzubetteln. Na, da hat sie einen Gulden. Aber bessere sie sich. Vater. Oh Gott. Marie. Marie. Meine Tochter. Marie. 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 Marie! Haben Sie die beiden Unglücklichen gesehen? Ein blühendes Leben vernichtet, ein ehrbarer Kaufmann ruiniert, eine ganze Bürgerfamilie zugrunde gerichtet. Es ist eine Schande. Sie wollten sagen, Herr Pfarrer, ein bedauerlicher Zwischenfall, in dem ein einfacher Soldat seinen Offizier mit Rattengift umgebracht hat. Das wollte ich durchaus nicht sagen, Herr Obrist. Natürlich ist es bedauerlich, der Tod zweier Menschen auf so grauenvolle Weise. Aber noch bedauerlicher ist, dass man keinen Zusammenhang sehen will zwischen beiden. Wenn ein Soldat im Felde stirbt, nun gut. Er stirbt fürs Vaterland und er stirbt in Ehren. Wo aber kommt man hin, wenn jeder selbst den Richter spielt und über Tod oder Leben seiner Oberen befindet? Da gebe ich Ihnen recht.
Doch solange der Schutz des Bürgers durch den Soldaten zugleich seine Bedrohung ist, solange man zittert vor ihm und zittert davor, dass Bürgerssöhne zu Soldaten gemacht aufhören, Mensch zu sein und sich in reißende Tiere verwandeln. Das sind die Folgen des ehelosen Standes der Soldaten, Herr Pfarrer. Herzl hat ja schon wieder eine Theorie. Ich sehe die Soldaten an, wie das Ungeheuer, dem von Zeit zu Zeit ein Frauenzimmer freiwillig aufgeopfert werden muss, damit die übrigen verschont bleiben. Aha. Und woher nähm er diese Glückliche? Der König müsst eine Pflanzschule anlegen für Soldatenweiber. Frauen oder Mädchen, die den ewigen Bund der Ehe freiwillig entsagen, im Dienst des Vaterlandes. Er meint Huren. Ich zweifle, dass ich ein Frauenzimmer von Ehre dazu entschließen kann. Nicht Huren. Amazonen müssten es sein. Und der König müsste sein Bestes tun, diesen Stand glänzend und rühmlich zu machen. Und das könnt er, denn er ersparte sich die Werbegelder für Soldaten und alle Kinder, die gehörten ihm. Und ihr glaubt, dass sich einer findet, der diesen genialen Gedanken bei Hofe vorträgt? Die Leute denken eben nicht. Dann nämlich würden die Beschützer des Staates, die Soldaten, auch sein Glück sein und die äußere Sicherheit, nicht die innere, aufheben und in der bisherigen, durch uns zerrütteten Gesellschaft Friede und Wohlfahrt aller und Freude sich untereinander küssen. Die Soldaten von Jakob Michael Reinhold Lenz. Funkbearbeitung Barbara Plensat.